Die Gilde 3 ist interaktive Unterhaltung der alten Schule. Hallo zusammen, hier meldet sich Rüdiger Steidle für Gamers Global mit dem Test zu Die Gilde 3, einer Co-Produktion von Golem Labs und Purple Lamp unter der Leitung von THQ Nordic. Dass gleich zwei Entwickler und ein Publisher mit dem dritten Teil der ehemals berühmten Wiesim-Serie gerungen haben, zeugt von der bewegten Geschichte des Projekts. Fast 5 Jahre steckte die Gilde 3 im Early Access fest, bevor das Programm nun endlich die Versionsnummer 1.0 tragen darf. Ich habe geprüft, inwieweit der dritte Teil an die Erfolgsgeschichte der beiden Vorgänger anknüpfen kann und ob die Macher dem umfangreichen Feedback der Fangemeinde Rechnung getragen haben. Ähnlich wie Teil 1 und 2 mischt auch der dritte Part mehrere Genres, vor allen Dingen Rollenspiel und Wirtschaftssimulation. Mal fühlt sich die Gilde 3 an wie die Sims, ein andermal wie Crusader Kings, dann wieder gleich das eher Städtebausimulation wie Cities Skylines oder wie Sims wie Tropico, wobei die Gilde-Reihe noch älter ist als viele moderne Konkurrenten. Jedenfalls weckt die Gilde 3 viele Erinnerungen an die Ära von Windows XP und Windows 7, ist aber kein bloßer Klon seiner Ahnen. Allgemein geht der jüngste Part das Thema etwas abstrakter an und hält sich weniger nah am Geschehen als seine Vorgänger, ohne dabei aber in eine Tabellenkalkulation auszuarten. Denn im Mittelpunkt steht nach wie vor eure Familie. In Die Gilde gründet ihr in einer von 13 mittelalterlichen Städten Europas eine Dynastie, die ihr zu Wohlstand und Einfluss führen sollt. Ihr beginnt je nach Wahl als armer Unfreier oder als etwas besser ausgestatteter Bürger und arbeitet euch Schritt für Schritt die soziale Leiter empor. Euer Familienoberhaupt, seine Verwandten und seine Angestellten sind dabei genau wie sämtliche Betriebe und Einrichtungen in der Spielwelt präsent. Eure Leute gehen zur Arbeit oder tratschen auf dem Marktplatz. Sie haben Wünsche, Bedürfnisse und manchmal auch ihren eigenen Kopf. Zwar zeigen die Bewohner der Gildewelt dabei kein so ausgeprägtes Eigenleben wie die Sims, sind aber auch keine bloßen Statistikpuppen. Eure Magd Waltraud beispielsweise rennt immer wieder einem Burschen aus der Nachbarschaft hinterher und euer Fuhrmann Hinalk gönnt sich auf seiner Route gelegentlich einen Schluck aus der Bierbuddel. Der Wuselfaktor ist beachtlich, auch wenn sich die Grafik sichtlich veraltet präsentiert. Welche Aktionen die Figuren ausführen können, das hängt im Wesentlichen von ihren Rollen und ihrem Rang ab. Als Unfreier gehört euch immerhin ein Haus, ihr könnt euren ersten Betrieb gründen und Helfer einstellen. Als Freisasse, 2 Stufen darüber, dürft ihr diplomatisch mit euren Mitmenschen interagieren, sie etwa um kleine Gefallen bitten und eure Dienste anpreisen. Dabei verdient ihr Erfahrungspunkte, die ihr in diverse Charakterwerte investieren könnt. Die nächste große Beförderung ist die zum Bürger. Ihr könnt ein Haus in der Stadt erwerben, statt im Dorf vor den Toren, Schergen anheuern und euren Nachwuchs zur Schule schicken. Vor allem aber steht es euch dann frei, euch um ein öffentliches Amt wie Richter oder Kerkermeister zu bewerben, was euch einzigartige Vorteile im Kampf gegen eure Rivalen verschafft. Jemand hat eines eurer Gebäude sabotiert. Denn natürlich ist eure Familie nicht die einzige in der Gegend, die nach Glück und Gold strebt. Ihr steht ständig in Konkurrenz mit anderen Geschlechtern. Die kontrolliert die KI recht kompetent. Das Wirtschaftssystem von Die Gilde 3 stützt sich auf 2 Ressourcen, welche direkt voneinander abhängen: Geld und Ruf. Je mehr Taler eure Truhe füllen, desto größer euer Ansehen und je besser euer Ruf, desto mehr Möglichkeiten zum Geldverdienen stehen euch offen. Geldverdienen ist dabei nicht besonders schwer. Euer Startkapital reicht aus, um ein kleines Unternehmen zu gründen. Eine Töpferhütte, Schreibstube, Obstfarm oder dergleichen. Es gibt viele mögliche Karrierepfade in die Gilde 3. Ihr könnt euch als Schlachter ebenso verdienen wie als Kesselflicker oder Totengräber. Zu den ungewöhnlichsten Laufbahnen zählen vermutlich das Predigerdasein und das Banditentum. In beiden Berufen lebt ihr von den Spenden eurer Mitmenschen, mal freiwillig, mal mit etwas Nachhilfe. Es steht euch frei, die Produktions- und Warenkreisläufe zu optimieren. Üblicherweise genügt es aber, wenn ihr einfach alles auf Automatik stellt und euch nur bei Unfällen, Upgrades oder bei Überholungen persönlich einschaltet. Die Gilde 3 ist also nicht unbedingt wahnsinnig anspruchsvoll, aber definitiv abwechslungsreich. Es gibt Dutzende Verdienstmöglichkeiten, jeder Wirtschaftszweig stellt leicht andere Anforderungen, jeder Stufenaufstieg bringt neue Befugnisse und Ansprüche. Als Ratsbüttel stimme ich über Gesetze ab, braue als Apotheker Heiltränke oder Gifte, haue in einer Familienfehde den Nachbarn auf die Mütze, trete als Händler lange Auslandsreisen an, besteche als Junker den Adel, um noch höhere Titelweihen zu erlangen und. Um nicht zu viel zu versprechen, im Endeffekt läuft praktisch jede Aktion darauf hinaus, dass ich meine Spielfigur zum gewünschten Ziel schicke und dort irgendeinen Befehl anklicke.
Sogar intime Techtelmechtel zur Sicherung der Blutlinie stellen sich in die Gilde 3 nur als trockener Tastendruck und verschämte Animation dar. Am Ende steigt oder fällt irgendein Zahlenwert oder eine Variable ändert den Zustand. Aber weil eben einfach immer irgendwo irgendwas zu tun ist, weil es stets Neues zu entdecken gibt, bleibt die Gilde trotz des sehr gemächlichen, altbackenen Spielablaufs lange unterhaltsam. Auch weil ich meine Ziele und Herausforderungen selber festlegen darf. Ob ich den höchsten verfügbaren Posten des Landesherrn anstrebe oder einfach nur ein bedeutender Bürger meiner Heimatstadt werden möchte, bleibt mir überlassen. Was mir an Gilde 3 weniger gefällt, abgesehen vom seichten Wirtschaftssystem, ist die undurchsichtige, verschachtelte, inkonsistente und komplizierte Steuerung. Dass es Dutzende, vielleicht Hunderte mögliche Aktionen gibt, bedeutet nämlich in diesem Fall fast ebenso viele Befehle, verteilt auf eine unüberschaubare Menge an Untermenüs. Und es ist frustrierend fummelig. Warum muss ich umständlich in der 3D-Welt nach einer Kirche suchen, um dort eine Spende in den Klingelbeutel zu werfen, wenn mein Patriarch den Weg selbstständig findet, sobald er seine neue Flamme ehelichen möchte? Warum gibt es 4 verschiedene Befehle, um 4 verschiedene Leiden behandeln zu lassen? Verwundung, Vergiftung, Krankheit und schwere Krankheit. Das ist doch nicht euer Ernst. Waren dafür wirklich 4 separate Aktionen und 4 separate Buttons nötig, die ich alle aufwendig suchen muss? So wirkt die Gilde 3 etwas konzeptlos, was angesichts der ellenlangen Entwicklungszeit umso mehr verwundert. Versteht mich nicht falsch, das Mittelalterabenteuer hat mich in einem etwa 20 Stunden dauernden Testzeitraum ganz gut unterhalten, nur würde meine Wertung mit einer Handvoll kleiner Optimierungen, insbesondere beim Interface, noch höher ausfallen. Und das bringt mich zum Fazit. Nachdem nun alle Beweise vorgetragen wurden, kommen wir jetzt zur Urteilsfindung. Wenn euch der Sinn nach einem komplexen Aufbauspiel steht, ist die Gilde 3 nicht die richtige Wahl. Schuldig. Schließlich dürft ihr nur hier und da Gebäude zimmern, statt die komplette Stadt zu planen. Sucht ihr nach einer Wiese mit Tiefgang, werdet ihr ebenso enttäuscht. Schuldig. Eure Unternehmen machen mehr oder weniger automatisch Profit und die Warenkreisläufe sind vergleichsweise kurz geraten. Auch als Rollenspiel macht die Gilde 3 keine wirklich gute Figur, schließlich fällt das Charaktersystem eher rudimentär aus und es gibt kaum Quests und überhaupt keine Hintergrundgeschichte. Für sich genommen brilliert also keines der verschiedenen Genre-Elemente und in mancher Beziehung, vor allen Dingen in puncto Steuerung und Technik, wirkt die Gilde 3 einfach hoffnungslos veraltet. Und doch hat mich die Kombination all dieser Spielanteile im Testzeitraum für ca. 20 Stunden überraschend gut unterhalten. Die Gilde 3 ist eine kuriose, einzigartige Mischung, die so viele Ideen und Möglichkeiten kombiniert, dass sie ihr ganz eigenes Flair entwickelt, das ich in dieser Form nirgendwo sonst finde. Am nächsten dran sind wahrscheinlich ähnliche Unikate wie Die Sims oder Crusader Kings. Die Gilde 3 ist aber einfach zu sperrig und zu undurchsichtig für die Massen und damit noch mehr als seine Ahnen entspannende Feierabendunterhaltung für Kenner. Unterm Strich ist mir das Endergebnis der 5-jährigen Odyssee deshalb 6,5 von 10 Punkten wert. Das ist angesichts der Qualitäten der Originale enttäuschend, allerdings für Veteranen dennoch eine Empfehlung, schon allein aus Mangel an Alternativen. Soweit von meiner Seite, vielen Dank fürs Zuschauen. Einen erweiterten Test mit Screenshots findet ihr auf www.gamersglobal.de. Wir freuen uns sehr über Abos und Likes für unseren YouTube-Kanal. Wird erledigt.